Die Deutsche Krebsgesellschaft hat das Pankreaszentrum an der Raffaelsklinik in Münster zertifiziert. Es kümmert sich um Patienten mit Erkrankungen an der Bauchspeicheldrüse. Die Experten überprüften unter anderem Qualitätsstrukturen und Behandlungsergebnisse. In Nordrhein-Westfalen ist das Zentrum das dritte seiner Art und das erste im Münsterland. An der Gründung waren auch die Uniklinik und das Clemens-Hospital in Münster sowie ein Krankenhaus in Meschede beteiligt. Also die Vorteile eines Pankreaszentrums sind, dass Experten, die die gesamte Breite der Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten abdecken, zusammenkommen, einmal die Woche in einer Konferenz zusammensitzen und für jeden Patienten individuell ein Behandlungskonzept erarbeiten. Allein in der Raffaelsklinik werden jedes Jahr rund 250 Patienten mit Erkrankungen an der Bauchspeicheldrüse behandelt. Der Krebs zum Beispiel gilt als besonders bösartig. Besonders wichtig ist auch die psychologische Behandlung der Patienten. Weil die Diagnose bei den meisten Patienten zu einem Schock führt. Die meisten Patienten reagieren mit großer Angst, mit Niedergeschlagenheit. Und da gilt es einfach, das frühzeitig abzufangen, damit gar nicht erst große Belastungen entstehen, die auch die weitere Behandlung erschweren können. Für Betroffene bietet das Zentrum auch passende Selbsthilfegruppen an.